Ladies and Gentlemen, Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Planet Coaster Review hier bei Kirmes Aktuell. Ja, und heute schon mal als kleine Vorwarnung, könnte das Video vielleicht ein Ticken länger werden als sonst. Ich versuche es dennoch so kompakt wie möglich zu halten. Denn wir schauen uns heute einen kompletten Park an. Und zwar heißt der Park Paradise Park Indoor Adventure. Und erbaut wurde das Ganze von dem Steam Creator, sage ich jetzt mal, beziehungsweise eigentlich kann man schon sagen, auch einfach YouTuber, Theme Park Worldwide. Jeder kennt ihn eigentlich, hat über 100.000 Abonnenten auch auf YouTube und hat eben hier diesen Park gebaut und online gestellt und ich werde ihn mir heute mit euch zusammen im Endeffekt mal anschauen. Wir werden ihn erkunden. Ja, und ich freue mich riesig. Wie gesagt, ich versuche das Ganze so kompakt wie möglich zu halten, damit das Video jetzt nicht unnötig lang wird. Als erstes fliege ich mal hier hoch an die Decke, um einen kurzen, groben Überblick zu bekommen. Und der erste Eindruck ist natürlich einfach mal krass. Ich persönlich finde Indoor-Parks richtig, richtig geil. Ich glaube, das wäre auch, wenn ich tatsächlich mal ein Let's Play anfangen sollte, das erste, was ich machen würde, so einen Indoor-Park bauen. Finde ich tatsächlich richtig, richtig awesome. So, und wir gehen jetzt aber direkt mal wieder hier runter. In die, ja, Vogelperspektive, so sage ich jetzt mal. Und schauen jetzt einfach mal hier uns den kompletten Park an. Also, wir haben hier einfach mal so ein paar Imbissbuden direkt am Eingang. Und hier links geht es irgendwo hin. Müssen wir mal gucken, wo es denn da jetzt hingeht. Ob das nur ein Ausgang ist, ob das eine Art Rundweg ist, ich weiß es nämlich nicht. Okay, da stehen tatsächlich Leute an. Ja, dann folgen wir jetzt einfach mal unauffällig der Warteschlange, hätte ich gesagt. Ich persönlich finde ja so Parks, wo auch was los ist, schon auch richtig, richtig geil, muss ich sagen. Das hat halt einfach eine andere Atmosphäre, als wenn man sich einfach nur so eine Attraktion anschaut, wo sonst nichts drumherum ist. So. Dann. Hoppala, das war jetzt eigentlich so nicht geplant. Jetzt habe ich aus Versehen auf Testen gemacht. Weil ich es eben einfach gewohnt bin. Mal schauen, kommen da gleich wieder Leute? Ich hoffe. Oha, da gibt es jetzt einen Stau. Okay, gut, die ersten Leute kommen. Da warten wir einfach mal kurz einen Moment. Auf jeden Fall handelt es sich hierbei gleich um eine Achterbahn, ein Mine Train, so nenne ich es jetzt mal vom Typ her. Das Stationsgebäude an sich relativ schlicht gehalten, aber ich muss auch sagen, aufgrund der Größe dieses Indoor-Parks und wie viele Details es allein drumherum gibt, erwarte ich persönlich jetzt auch nicht in einem Stationsgebäude oder so hier mega krass viel, sag ich mal, an Deko und so weiter. Weil da steckt schon richtig, richtig viel Zeit drin in so einem Indoor-Park halt. Nochmal ein Ticken mehr als Outdoor. So, wir setzen uns jetzt einfach mal hier rein. Und warten, bis es losgeht. Wird nur noch ein paar Minütchen dauern. Wenn ihr natürlich an sich auch, das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, Bock habt, dass ich tatsächlich auch mehr so Parks anschaue, dann lasst es mich wissen. Dann kann ich natürlich auch mehr Wert auf Parks legen, anstatt einzelne Attraktionen. Das müsst ihr mich halt einfach wissen lassen. Eben anhand von Kommentaren, Bewertungen, wie auch immer. Oha, los geht's. Thank you.
Und das war's. Ja, ich sag mal klein, aber fein. Aber natürlich ist es ja auch gleich im Eingangsbereich. Das steht mit Sicherheit jetzt nicht die Hauptattraktion, ne? Des Parks, sag ich mal. Sehr schön. So, wo geht's jetzt hier raus? Okay. Da ist auf jeden Fall kein weiterer Eingang. Dann gehen wir doch gleich direkt mal wieder zurück. Also ich hoffe, dass das Video, sag ich mal, nicht länger als eine halbe Stunde wird. Ich muss einfach mal schauen. Aber wenn es natürlich jetzt hier gleich noch mega spannend, sag ich mal, wird, dann ist es halt so, dann geht das Video halt noch viel länger, ne? Hier nochmal diverse Läden. Was haben wir hier? Gleich eine Wildwasserbahn. Okay, schauen wir doch mal, wo es hier hingeht. Es ist natürlich auch schwer, wenn man den Park jetzt noch nicht kennt, den, sag ich mal, so abzulaufen, dass man jetzt hier auch keine Attraktionen auslässt, ne? Weil hier geht es dann halt zum Beispiel hier weiter. Und schauen wir erstmal hier rein. Eine Kinderachterbahn. Würde ich jetzt mal so auf den ersten Blick behaupten. Okay. Nehmen wir doch einfach mal den Zug. So, jetzt geht's los. Ja, eine kleine, aber feine Kinderachterbahn oder Familienachterbahn, so würde ich es jetzt aber auch einfach bezeichnen. Aber trotzdem ganz nett gemacht auf jeden Fall. Definitiv. Sehr schön. Und das ist dann auch hier wieder der Ausgang. Okay, das ist quasi so ein ewiger Kreislauf. Jetzt kommen wir wieder hier raus, aber gut. Der Platz hier gefällt mir persönlich auch richtig gut. Schön anzusehen. Mit Sitzgelegenheiten. Also ich hätte gesagt, wir schauen uns jetzt hier auch mal natürlich solche Flatrides an, aber eine komplette Fahrt werde ich da jetzt nicht mitnehmen, sage ich mal. Ich werde da jetzt einfach mal kurz halt reinspringen. Aber das finde ich das Coole, dass auch Flatrides und so hier halt mit untergebracht sind im Park, also jetzt nicht nur Achterbahnen. Ich persönlich bin gespannt. Ich habe nämlich keine Ahnung, was für Attraktionen hier drin sind. So, das soll genügen. Ob denn auch vielleicht ein Dark Ride oder sowas hier mit drin ist. Ich persönlich bin ja ein absoluter Dark Ride-Fan. Okay, hier sind Toiletten. Das hier werden auch noch Toiletten sein. Ne, ein Shop, okay.
Schauen wir doch einfach mal weiter. Was ist hier los? Da ist irgendwie eine Art Stau. Hier ist ein Karussell. Also hier staut sich's tatsächlich. Die Achterbahn sieht halt schon sehr geil aus. Jetzt gehen wir erstmal hier hin. Es ist krass, es gibt hier so viele Achterbahnen, die sieht man auf den ersten Blick eigentlich gar nicht. Oder ist das... Ach, das ist so eine Dingsbahn. Fährt man da einmal komplett rum oder was? Ach so. Okay. Dann tue ich das jetzt mal dezent überspringen. Da können wir uns dann eventuell reinsetzen. Das wäre eigentlich ganz cool zum Abschluss des Videos quasi, weil dann fahren wir nochmal so ein Ründchen durch den Park. So. Alter. Jetzt gehen wir mal hier zu dieser großen Achterbahn. Gebt euch das, wie viel da los ist. So. Also wie diese Achterbahn allein hier in diese ganze Szenerie, so nenne ich es jetzt mal, eingebracht ist, das ist schon episch. Das ist schon richtig, richtig episch. Sehr, sehr geil. Vor allem hätte ich von außen jetzt nicht gedacht, dass die Fahrstrecke dann doch so lang ist. Sehr geil. Also definitiv, da kann man nichts sagen. Vermutlich auch eines der Highlights hier im Park, könnte ich mir vorstellen. Sehr schön. Ich finde den Stil, wie das hier alles gebaut ist, sehr, sehr geil, muss ich gestehen. Auch wenn das hier einfach maßlos überfüllt ist. Das ist wohl kaputt, geschlossen, wie auch immer, oder was? Nö, da will noch keiner mitfahren. Hier in Deutschland als High Energy bekannt. Absolut geiles Gerät. Steht jetzt auch bei uns in Nürnberg wieder auf dem Volksfest dann.
Sehr geil. So, wo geht's denn hier weiter? Oh Gott, hier ist auch noch mal eine Achterbahn. Hey, da weiß man gar nicht, wo man zuerst hingehen soll. Hier kann man einmal rumlaufen. Ah, und hier geht's dann zu der Achterbahn. Richtig, richtig krass, aber das ist das Geile an solchen Parks. Es gibt so viel zu entdecken. Das macht es, finde ich, auch so interessant, das Ganze. Alter, dieser Drop ist ja heftig. Okay, ich glaube, das wäre so eine Achterbahn, die in Real Life ziemlich schlagen würde. Ist auch jetzt nicht die längste halt, ne? Aber trotzdem ganz nett. Ich finde es hier halt einfach cool, wie das alles so eingebracht ist in den Park. Eine Oldtimer-Fahrt. Ja. Jetzt habe ich mich fast ein wenig verklickt hier. So. So eine Oldtimer-Fahrt. Komm, die nehmen wir mal mit hier. Ist ja dann quasi so eine Art Dark Ride schon, vermutlich. Auch wenn das Gebäude hier leer ist. Da persönlich finde ich, hätte man dann aber jetzt bei so einer Oldtimerfahrt schon irgendwas reinmachen können. Meiner Meinung nach. Okay, das wiederum, muss ich jetzt ehrlich gestehen, ist schon fast echt schwach. Also richtig kurz, eigentlich null Deko. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das hätte man durchaus liebevoller gestalten können. So, Wildwasserbahn steht noch an. Und dann müsste es das fast schon gewesen sein, oder? Schau mal kurz hier hoch. Ja, noch ein, zwei Achterbahnen tatsächlich sogar, so wie das ausschaut. Ein paar Fahrgeschäfte wären noch da. Aber ich glaube, das wird die Länge des Videos dann fast sprengen. Schau mal hier mal zu der Wildwasserbahn.
So. Jetzt warten wir mal, bis das hier losgeht. Das könnte vermutlich jetzt fast ein bisschen dauern, könnte ich mir vorstellen, weil so Wildwasserbahn ist immer so eine Sache. Ist ja jetzt auch in Realität nicht das Schnellste, aber das finde ich an der Wildwasserbahn gerade das Geilste. Wenn man, bevor überhaupt eine Abfahrt kommt, erstmal noch so wirklich so Dark Rides Parts hat und einfach so durch den Dschungel fährt oder sonst was, das finde ich am Wildwasserbahn denn so geil. Okay, man sieht jetzt halt hier nicht wirklich was, ne? Jawohl. Das wiederum ist schon schön angelegt hier, finde ich. Warte, ich gehe mal einen Sitz zurück. Ja, schon viel besser. Sitzt wahrscheinlich genau ein Kind vorne, deswegen war das so tief. Das hier ist schon cool gemacht. Hoppala, jetzt randaliere ich hier. So, und das soll die Fahrt gewesen sein. Aber ganz schön. Also die Wildwasserbahn, muss ich sagen, gefällt mir. Da ist wenigstens auch mal ein bisschen Deko mit angebracht halt. Alter, das ist ja komplett überfüllt hier. Der Park ist, glaube ich, nicht für so viele Besucher ausgelegt, wenn ich das mal so behaupten darf. Freefall Tower. Das ist geil. Okay, schade. So, was haben wir hier noch? Jawohl. Jetzt habe ich echt das Pech, dass ich immer die Ende der Fahrten erwische. Aber gut, soll genügen für das Video. Oh, schauen wir da mal rein.
wusste ich gar nicht, dass man da ranzoomen kann. Sowas richtig schön thematisiert ist halt auch geil. Mit Soundtrack dazu. Das ist schon geil. So, dann gucken wir mal, ob wir noch eine Hauptattraktion da haben, sag ich mal. Damit sind wir eigentlich schon überall gefahren. Mit dem Ding hier noch nicht und mit der Achterbahn noch nicht, meine ich. Oder doch? Ne, mit der Achterbahn. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube fast, wir sind damit noch nicht gefahren. Oder doch? Doch, müssen wir, weil die startet auch da hinten. Dann sind wir damit doch schon gefahren. Ja, das war die Kinderachterbahn, Familienachterbahn. Wie auch immer. Gut, dann setze ich mich jetzt hier einfach mal irgendwo rein. An Hauptattraktionen müsste ja dann jetzt alles durch sein. Okay. So, also, auf jeden Fall ein richtig, richtig, richtig cooler Park. Definitiv kann man nichts sagen. Schön angelegt, also von der Landschaft her an sich, sage ich mal jetzt, und der Szenerie. Klar hätte man vielleicht noch ein bisschen Zeit investieren können und bei der einen oder anderen Attraktion auch noch ein bisschen mehr innen drin thematisieren können. Wenn man so durch leere Gebäude fährt oder so, finde ich jetzt persönlich immer nicht ganz so schön. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Letzten Endes dann natürlich auch eine Zeitsache. Auf jeden Fall richtig, richtig cool. Great Job, sage ich mal an dieser Stelle, sollte er das Video hier sehen. Und ja, dann hoffe ich natürlich auch, dass dieser Park euch gefallen hat. Ihr findet natürlich den Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann bald wieder zu einem neuen Review. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Ciao, macht's gut.